Ich würde mal sagen, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Farm Editors 2018. Hier mit mir, dem Mark. Wir machen weiter. Ja, es gibt ein bisschen was zu bequatschen mit euch. Denn ich habe neu angefangen. Wir haben es ja im letzten Spielstand, was denn ist, war das versaut? Und er gesagt, ich habe es versaut durch Unaufmerksamkeit, durch, naja, einfach nur doof halt, wenn man es im Endeffekt nimmt. Wir werden jetzt mal eben hier ernten. Dann wird hier schon mal geerntet, dann ist das weg. Ich war halt einfach doof. Ich habe halt einfach Scheiße gebaut. Deswegen habe ich einen neuen Spielstand angefangen. Ich bin heute beim Sonntagabend, 19.10 Uhr haben wir es jetzt gerade, so circa. Habe jetzt nur angefangen. Einen neuen Spielstand. Habe grundsätzlich so circa alles so identisch wie möglich wieder gemacht. Ich habe natürlich jetzt auch, wo wir jetzt schon mal ein bisschen gelernt haben, ein paar Sachen wieder geändert oder ein paar Sachen anders gemacht. Kleinere Felder habe ich jetzt hier genommen, um halt im Tutorial A schneller voranzuschreiten. Um halt natürlich ja auch die Schule mache ich gerade. Wir sind halt wieder relativ auf dem Stand der letzten Folge. Es gab aber auch ein Update fürs Spiel. Das heißt, Verbesserung in der deutschen Sprache ist dabei, Ladezeiten und noch so ein paar Kleinigkeiten, die wir jetzt aktuell noch, nicht mitkriegen haben, aber die Wirtschaftszweige aktuell noch nicht haben. Feldmais. Wächst. Geernteter Ertrag. So, hier stehen Erdbeeren drauf. Hier steht immer noch unser Gras drauf, was wir ernten und in den Silo packen. Was auch kultiviert wird. Wir haben wieder Hühner, aktuell 30 von 30. Die verkaufe ich immer mal wieder. Bringt A ein bisschen Geld und die vermehren sich auch relativ gut. Kühe haben wir aktuell 4 von 6. Die verkaufen wir nicht, weil die relativ gut Milch bringen. Und Milch ist doch schon mal das, was wir eigentlich auch benötigen. Ja, wir haben jetzt hier erstmal die Fortbildung, die wir jetzt abwarten lassen. Oder die wir jetzt machen lassen. Wie sieht es denn hier oben in unserem Tomatenfeld aus? Hier könnte mal wieder ein bisschen Wasser hin. Hallo Stimme. Ja, also so ein bisschen. Ah, genau, hier ist wieder Vermehrungstime. Das ist auch relativ günstig, würde ich mal sagen. Das können wir bezahlen, weil wir dann durch die Tiere, die wir rauskriegen, ja eigentlich den Geldbetrag wieder drin haben. Aber Kühen ist mir aufgefallen. Macht das nicht ganz so Sinn. Denn dieses Vermehren kostet knappe 2.500 Euro. Das werden wir noch einmal machen müssen, wenn die Kühe fertig sind. Wir warten jetzt aber erstmal auf die Fortbildung. Dann gucken wir, ob wir das Windkraft kaufen, ob wir die Windkraftanlage kaufen können. Weil, wie ihr seht, ich habe wieder die Maschinen. Das sind jetzt alles gebrauchte Maschinen. Renovieren. Das ist ja richtig eigentlich. Oh. Der ist noch relativ neu gewesen. Also grundsätzlich so passt das eigentlich alles. So, wir haben jetzt gleich das da abgeschlossen. So, hier pressen wir jetzt noch Ballen. Oh, hier kann man direkt wieder schulen. Ach, schulen. Paaren. So, jetzt gucken wir mal. Ich weiß nämlich nicht, wie teuer das ist. 60.000 ist das. Moderne Windkraft kostet 60.000. Wo stellen wir es denn hin? Es muss auch irgendwo eine Straße, gehe ich mal spontan davon aus. Oder kann das einfach irgendwo in die Pampa? Weil wenn das auch in die Pampa kann, könnten wir das, wenn wir das drehen, hier hin. Und wenn da noch Platz ist, könnten wir gucken, ob wir hier noch ein Stück Straße reinkriegen. Dann könnten wir das Feld so ein bisschen hier umbauen und so. Hätten den noch einen nach unten ziehen können. Müssen wir mal gucken. Das ist abgeschlossen. Das ist so eine Nebenquest. Die packe ich erstmal weg. Die brauchen wir nicht. Wir wollen ja Tiere bereit zur Fortpflanzung. Zack. Yay. Es dreht sich. Errungenschaft freigeschalten, Öko. Hey. Ein Handfeuer Modernität. Die Kosten unserer Windmühle haben wir nach ca. 2,5 Jahren wieder drin. Aber
Lassen wir mal die Windmühle und widmen uns wieder der Viehzucht. Du weißt bereits, wie man sich um Hühner kümmert und wie günstig sein kann, wenn man Futter für sie produziert. Züchte nun 20 Hühner und produziere 50 Eier. Ja gut, dass wir das nicht schon die ganze Zeit machen. Eier ist relativ zügig. 20 Hühner ist auch relativ easy. Wie sieht das hier aus? Na, das habe ich alles schon geerntet. Das ernten wir auch ganz zügig. Die Tomätchen brauchen noch mal ein bisschen Water. Genau. Dass die auch immer gut im Saft stehen. Also genau, wir sind jetzt eigentlich... Ich habe halt mich ein bisschen vertan und deswegen habe ich das jetzt so Eier. Ernten, diese Fortbildung können wir jetzt nicht machen, weil wir wieder 30 Tiere haben. Das da verkaufen wir wieder. Ich gehe mal automatisch irgendwie auf 17. Dann immer hier gucken, Eier und Milch relativ schnell, weil wegen Verfallsdab. Der Preis ist gut. Und weg. Es gibt dann auch direkt nochmal wieder Geld. Die Eier sind jetzt gerade, naja. Wir haben Stroh. Stroh ist relativ günstig. Können wir Stroh eben hier bei Ernährung nutzen? Gras, Apfel, Weizen, Raps, Roggen. Wir haben halt nur Gärfutter als mögliche Ernährung. Jetzt sind hier was für Mais und Lupine. Oh, geil, hier, denn das... Oh, das kostet nur 1,9. Das geht's immer noch. Aber trotzdem, ist halt schon teuer. Können wir auch wieder... wie steht es denn hier, die Ernährung? Hier haben wir Weizen. Und Lupine. Beides noch relativ gut. Man könnte mal... Ja, Default. Oh. Mais. Ach, oder so. Das ist ja auch noch relativ gut. Wie viel brauchen wir denn noch? 20 mal Paaren. Haben jetzt 21 wieder. Also da kommen circa beim Paaren 4 immer wieder dabei. Das heißt, das geht eigentlich sogar relativ zügig. Ja, ab kurz nochmal auf den Uploadplan dieses Projektes drauf zurückzukommen. Projekt diese Woche, wenn alles glatt läuft, ich genug Zeit habe noch fürs Aufnehmen. Ich gehe mal spontan dafür aus, dass das klappt. Weil ich nicht so viel zu tun habe. Obwohl ich habe doch extrem viel zu tun. Montag ist relativ voll. Obwohl, ne, der Mittwoch ist relativ voll. Na gut, Montag ist auch schon heavy. Na gut, aber wir kriegen das alles hin. Das wird eigentlich, das kriegen wir alles unter ein Dach und Fach. So, jetzt haben wir hier 6 von 6 Kühen. Tieren, genau. 6 von 6. Und die lassen wir jetzt auch, weil die produzieren mich jetzt richtig Milch. Also ich habe halt wirklich alles so gelassen wie vorher. Ein bisschen feldertechnisch, ein bisschen... Oh ja, wir sind jetzt aktuell her... Was? Wie teuer war noch mal ein Brunnen? Der kann ja nicht so teuer gewesen sein, oder? 1000? Kann ich den umstellen? Kann man den hier verschieben? Weil das Feld liegt nämlich genau nicht drin. Scheiß drauf. Na, jetzt sind auch alle meine Mitarbeiter wieder fertig. Oder fast alle. Ein großer Teil, würde ich sagen. Immer ein paar Hühner, ist hier noch Platz drin? Natürlich nicht. Ja, mein Hals relativ gefickt. Aber heute ist ja 8.4. Die Folgen kommen am 10. oder die Folge kommt am 10. 18 Uhr. Also heute ist Abend. Oh, hier kann geerntet werden. Schlau mehr. Ja, wir ernten gleich, wenn die da fertig sind. Wie sieht's denn hier aktuell aus? Welche Karte ist fertig? Die sind fertig. Ja, sind jedenfalls habe ich 2 Arbeiter. Wenn ich Glück habe, könnte das auch das letzte Mal sein, dass ich die jetzt rufen muss.
Weil Eier haben wir relativ zügig. Mal ganz kurz. Ich muss mich mal kurz muten. So, da war ein Frosch im Hals. So, jetzt ist er weg. Ja. Das heißt, hier wird jetzt... Oh, haben sie es aber schon. Es reicht natürlich nicht. Jetzt fehlt so eine Handvoll Typen. Es wird ein Huhn. Fickt euch. Geerntet 53 Sonnenblumen. Blume. So. Das ist fertig. Ja, ich will die wegmachen. Nee, züchte 20 Hühner. Haben wir geschafft. Vergessen wir dabei nicht die Kühe. Züchte 3 Kühe und produziere 500 Milch. Fickt euch. Was? Wie kann das denn funktionieren? Da steht noch Lupine drauf. Ja, wir werden das Feld jetzt niedermachen. Warum auch nicht? Oder können wir mehrfach ernten? Das macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn. So eigentlich. Übung macht der Meister. Jetzt warten wir noch auf uns doofen Viecher. Milch müsste ja eigentlich relativ schnell gehen. Milch bringt echt richtig Geld. Vielleicht auf Dauer noch mal gucken, einen zweiten kleinen Stall zu... Ja, Hühner werden wir jetzt auch wieder einmal voll machen, dass der Stall voll ist und dann sollen die mehr Eier produzieren. Ob es da irgendwie so einen Cooldown gibt oder so. Ja, Gras, das reicht eigentlich. Dicke. Hoffe ich. Oder wächst das jedes Mal nach? Lass das mal stehen. Wir haben ja Zeit, wir können jetzt ja nichts mehr pflanzen, von daher. Hat sich das dann nie erledigt. Jetzt warten wir echt auf diese Kühe. Dafür ist die Milch relativ zügig. Fertig. Hoffe ich. Gärfutter 3 irgendwas, 38. Ist doch gut. Das ist unwichtig. Stall. No, die sollen jetzt hier voll sein, genau. Lupine und Mais. Nein. Lupine. Und was noch? Sonnenblumen? Jetzt erstmal so. Ach komm, Kühe. Oh. Da fehlt Wasser. Können wir nicht einfach das Dach aufmachen oder ist da Wasser? Ha!
Das wäre so die einfache Variante, glaube ich. Wie viel Milch haben wir produziert? 361. Oh, da bringt er gerade wieder neue. Ne, 361. Apfelbäume, Hühnereier. 300 irgendwas. Was ja so gibt, Ziegen, Enten, Schweine, Puten, Kirschen, Roggen, gibt's Kohl, Alter, Maismehl, Käse aus Kuhmilch, Rindfleisch, leck mich am Arsch, Bienen, Roggen, Kerne, Alter, Vater, Mist haben wir ja auch, genau. Seine Leute irgendwie unter Arbeit halten. Aber wie wir weiterarbeiten, seht ihr morgen gegen 12 Uhr. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Zuschauen. Bis dann. Danke. Ciao.